Hat der Volksverpetzer schon wieder Fakten und Quellen geliefert, die du einfach nicht widerlegen kannst? Keine Sorge, wir liefern euch originelle Sprüche, mit denen ihr Volksverpetzer so richtig zerstören könnt. Teil 1? Wohl eher Volksverhetzer. Boah, einfach zerstört. Die Jungs und Mädels von Volksverpetzer werden sich davon nicht erholen können. Und er ist auch noch so kreativ. Die Leute waren so ahnungslos und sie haben sich diesen Namen gegeben, ohne zu begreifen, dass man nur einen Buchstaben austauschen muss. Wenn du das kommentierst, zeigst du jedem, wie originell und kreativ du bist. Und blamierst dich überhaupt nicht, weil es genau das Wortspiel ist, mit dem die Seite sich auch mit Absicht benannt hat. Und dann ist jeder überzeugt, dass du die Faktenchecks, die Quellen und die Studien gar nicht erst nehmen musst, weil du hast einfach den genialen Pun geliefert, den die Seite natürlich selbst nicht gemacht hat. Genial!